Wenn die Melodie das Wandern nach Bethlehem musikalisch nachzeichnet, dann kannst du auch in diesem Rhythmus dich bewegen oder eine Trommel spielen. Die eigentliche Aufgabe ist, die Einschnitte in der Melodie mit Ideen zu füllen. Du siehst dann die Aufforderung, jetzt Überraschung einfügen. Du sollst dann die Melodieteile durch einen kleinen solistischen Einwurf, zum Beispiel einige Töne einer Tonleiter in schnellen Noten oder durch eine Kette von schnellen Trommelschlägen oder ähnlichem verbinden. Zwei Gründe hat das. Erstens, die Melodieteile würden sonst wie einzelne Ideen wirken und nicht als Einheit. Zweitens, die Pausen zwischen den Melodieabschnitten wirken schnell langweilig. Falls du in diesen kleinen Melodiepausen eine kleine Tanzeinlage machst, so ist das natürlich auch toll. Wenn du einen musikalischen Einwurf, einen Fill oder Fill-In genannt, und außerdem eine kleine Tanz- bzw. Showeinlage wie eine Drehung schaffst, so macht das Lied natürlich besonders Spaß.